Da kräht der Hahn, das Step der Troh. Weiter geht es in unserem Flow. Blau Jazz? Was ist denn blaue Jazz? Hä? Keine Ahnung, was das ist, aber egal, es sieht komisch aus. Wohnen sind noch nicht so weit, hier unten ist auch noch nicht so weit. No, 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 no. Blau Jazz, was ist denn blau Jazz? Was hab ich denn da jetzt für eine Krüt... Was ist denn das? Eine Blume. Hab ich schon wieder so eine dumme Blume angepflanzt und die... Moment, die gibt mir so Energie. Wächst kugelförmig, um so viele Schmetterlinge wie möglich einzuladen. Okay. Ich wusste gar nicht, dass ich so ein Blumenfetischist bin. Hallo Hühnchen, hallo. Gib mir eure Eier und dann mache ich Omelette draus. Da, 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 da. Wie kannst du nur? Wir haben kleine Hühnereier. Die können sich eh hier nicht fortpflanzen, wenn ich sie nicht kaufe. Was ich eigentlich schade finde. Ich fände das eigentlich ganz cool, wenn ich die Eier liegen lasse oder so. Oder denen so eine Brutstätte geben würde. Das hätte noch Stil. So, jetzt stehe ich hier und denke mir, wir haben so viele goldene Varianten. Blaue? Blaue. Was ist der Unterschied zwischen denen hier? Und was ist der Unterschied zwischen denen und denen? Und warum sind das so viele unterschiedliche? Verkaufe ich alles? Könnt ihr knicken, dass ich damit irgendwas mache? Hol mir noch irgendwas, wo ich dann eher mehr Geld einnehme. Jetzt mal ganz im Ernst, liebe Leute. Ihr könnt mir ruhig gerne in die Kommentare schreiben, wofür man diese Blue Jazz braucht. Blau Jazz oder wie die auch immer genannt werden wollen. So. Ich werde mir auch schön andere Sachen holen, ey. Ich habe so viel Zeit noch. Weg, ihr Vöglein, weg. Flieg, flieg weg. Freut euch eures Lebens. Enten ist ein Pilz, an den ich nicht rankomme. Und den will ich haben. Wenn ich einen Pilz haben will, dann will ich ihn haben. Also nehme ich mir jetzt den Rettich, so. Den wilden Meerrettich. Toll. Und das war es dann auch schon, was ich hier entdecken konnte. Aber gut. Dann pass mal auf. Ich hätte jetzt gerne ein Hofgebäude errichtet, und zwar einen Stall. Okay, die Mühle wäre auch nicht schlecht, aber das kann ich noch nicht. Und einen Schuppen. Pferdestall, Schleimstall, großer Hühnerstall. Ich nehme einen Stall. Den bauen wir jetzt mal. Oh, der ist ja klein. Platz machen. Glaub es ja nicht. Schau ich mir dahin. Danke dir. Okay, ich werde morgen früh damit anfangen, an deinem neuen Hofgebäude-Stall zu arbeiten. Dankeschön. Das ist wunderbar. Denn so ein Stall wäre schon nicht schlecht, ne? Dann brauche ich dazu dann ergänzend später die ganzen Tiere. Ich brauche ja insgesamt, glaube ich, sogar noch mehrmals so einen Stall. Ich weiß jetzt nur, fange ich jetzt erst mit der Milch an oder fange ich erst mit, mit Wolle an oder... Ach, keine Ahnung. So. Es ist ja nervig, das hier alles auszuwählen. So. Ach, Zierlauchsaat.
blauen kugelförmigen Blume. Oh, puh. Also ich weiß jetzt echt nicht, ob ich das nochmal nehme oder dann nicht doch lieber den Knoblauch. Da glaube ich, habe ich mehr von. Obwohl, ich brauche mal viel Geld in schneller, kurzer Zeit. Wollen wir noch was, was in 4 Tagen wächst? Der Knoblauch. Knoblauch wächst schnell. Braucht die 24 Stück. Cool. Hydrogel. Luxus-Geschwindwachs. Tapete, Boden, Katalog. Oh, Knoblauch. Ist klar, was der für Knoblauch haben möchte. Du bist ein Halsabschneider, weißt du das? Nur mal so, nebenbei bemerkt. Jetzt mal ganz mehr ernsthaft, da pflanzt sich doch Knoblauch ein. Wundert mich sowieso, dass der noch nicht fertig ist. Ein guter Knoblauch. Oh, meine Mayo ist auch schon wieder fertig. Haben wir halt jetzt hier ein... Nein, 10 Krähen verjagt. Ja, schön. Haben wir jetzt hier schön 2 Knoblauchfelder nebeneinander. Ja, gut, die Mayonnaise war jetzt nicht ganz so toll, aber egal. So, dann mal gucken. Ich bräuchte dann jetzt hier mal ein bisschen Platz. So. So. Und dann... Na, 32 Stück kommen. 32 Stück sollten passen. So. Sehr schlau. Ja. So. Hallo. Es ist echt schwer, das zu platzieren. Es ist schwer zu platzieren. Stimmt ja eigentlich gar nicht. Ich bin nur zu blöd, es zu platzieren. Das trifft es eher. So. Ach, machen wir es doch so. Oh, ich muss daneben stehen. Oh. Das ist natürlich auch wieder richtig... Geil, dass ich daneben stehen muss. Ein Tor. Wunderbar. Dann haben meine Tiere auch gleich ein Tor. Passt doch. So, das weg, das weg und das weg. So. Weg. Und weg und weg. Hier einmal durchgehen. Wunderbar, wieder das zum Verkaufen. Auch alles super, 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 super. Alles tutti. Dann geben wir das dahin. Haben wir echt noch Kohle bekommen? Nun gut. Das kommt da. Die Steine will ich noch behalten. Die Mauern. Und da oben hin. Die 5 davon behalte ich auch noch. Wow. Zack. Einsammeln. Oh, wieder 4. Also das Geld, das fließt. Das fließt. Ach, ich wollte mal noch gucken, was ich jetzt für eine Honigfarbe brauche. Was brauche ich denn dafür?
Ahornsirup, Kohle, Eisenbarren und Holz. Kann ich aber auch nur im Sommer benutzen, ne? Gut, dann gehe ich jetzt mal noch das bisschen Zeit, das ich habe. Eigentlich gerade schwer, mich zu entscheiden, wo ich hingehe zum Angeln. Ah doch, ich gehe hier an den Teich hier. Hier war ich nämlich noch nie wirklich angeln. Und versuche hier was zu fangen. Ganz einfach. Sofern ich was angel. Ja. Da beißt richtig gut was an, muss ich sagen. Ja, eine zerbrochene CD. Die hat mir gefehlt. Wow. Ein Stöckchen. Oder Treibholz auch genannt. Stille Wasser sind tief. Mhm. Ja. Eine Grünalge. Was wir hier alles rausbekommen aus diesem See, Teich. Nennt ihr es, wie ihr es wollt. Es ist einfach unglaublich. Ja. Man muss hier anscheinend sehr viel Geduld haben. Hier beißen sie nicht ganz so schnell an. Schon wieder kein Max. Ah, jedenfalls bekomme ich Treibholz raus. Ganz wichtig, Treibholz. Wieso sind hier keine Fische drin? Wahrscheinlich nur im Winter oder so. Oder im Herbst oder im Frühling. Ach, Frühling und im Sommer meine ich. Tschüss. Was bist du für ein blöder See? So. Mal gucken, ob ich hier mehr Glück habe. Ja, wohl ein Witz. Na komm. Hier muss immer ein Fisch drin sein. Oh, ich hab einen. Das muss mindestens eine Forelle sein. Ein Schwarzbarsch. Schwarzbarsch. Na, mal gucken. Ja, Treibholz. Juhu, ich bin so happy mit so viel Treibholz. Kann es gar nicht in Worte fassen. Na komm. Na gut, es soll anscheinend nicht werden. Ich bin nicht gerade der beste Angler, so wie es aussieht. Es wird dunkel, das heißt, es neigt sich langsam dem Ende der Folge zu. Nicht, weil es dunkel wird. Nur weil dann die Folge zu Ende ist. Also, die Zeit. Also, ach, ihr wisst, wovon ich rede. Von dem her gehen wir kurz die Sachen verkaufen, die paar, die ich jetzt hier habe. Ja, besonders der Müll ist ganz interessant. Den Schwarzbarsch, den werde ich mal noch behalten. Denn man weiß ja nie, wofür der mal gebraucht werden kann. Besonders jetzt bei dem Gemeindehaus. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ich sage, ich bin euer True. Haut rein. Tschö, tschö.